Moin moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite sitzt der Manu. Bonjour. Immer noch aus Frankreich. Und hier steht schon der Bus bereit, der wartet auf uns und wir möchten jetzt gerne wieder mitfahren. Das ist eine Mitfahrtfolge. Wir lassen ein bisschen Revue passieren, was so in den letzten 10 Folgen passiert ist. Wir steigen ein und fahren natürlich mit. Türen schließen, abfahren. Spiegel ist immer noch da, also hat sich nicht viel geändert. So, wir haben in den letzten 10 Folgen richtig viel geschafft. Wir haben den kompletten Nahverkehr überarbeitet, verbessert, optimiert. Neue Fahrzeuge hinzugefügt, Kapazitäten vergrößert, auch in den Regionalbahnen. Also wir haben hier richtig was auf die Beine gestellt, richtig Milliarden investiert. Ich glaube, da werden wir heute auch noch einiges von zu sehen kriegen. Ja, das neue Video zu Transport Fever 2 habt ihr ja wohl hoffentlich auch alle schon gesehen. Hast du dir das schon angeschaut, Manu? Jawohl. Es ist herrlich, was die da alles mit reingebracht haben, oder? Ja, besonders aufgefallen ist mir die Busvorrangschaltung an Ampeln. Ja, das war mir gar nicht aufgefallen, das hat Manu mich erst darauf hingewiesen. Und dann halt das, was man so mit Bahnhöfen zaubern kann demnächst. Ja, also ich fand das auch total klasse, diese modulare Bahnhöfe. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch das an auf dem YouTube-Kanal von Transport Fever. Also es ist echt Wahnsinn, diese modularen Bahnhöfe. Man kann jetzt zum Beispiel Personenbahnhöfe mit Güterbahnhöfen kombinieren. Das heißt, ein Bahnhof und du kannst dort Güter transferieren und auch Fahrgäste austauschen. Mhm. Und das. Auch Teilkopfbahnhöfe bauen. Das ganz genau. Durchgangsgleise, Kopfgleise. Gemischt. Mehrere Eingänge. Verschiedene Längen. Ja. Also Gleise ist überdacht, nicht überdacht, teilüberdacht. Ja, es ist echt Wahnsinn, was sie da auf die Beine gestellt. Alter Schwede. Was sollen die denn alle wegkriegen? Dreifach-Digger-Busse? Also XXXXXXL-Busse. Aber bitte mit einfachem Hängerchen hinten dran. Ja, genau. So, wir sind am Bahnhof angekommen oder am ZOB. Und wollen jetzt in den U-Bahnhof. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist überhaupt ein Zug. Kommt ein Zug? Bus, 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 Bus. Bus, Bus, Bus. Kein Zug. Da kommt Zug. Dann fahren wir auch voll besetzt. Ey. Ja, also Transport Fever 2 wird richtig, richtig, richtig interessant. Das glaube ich auch. Die sind auf einem sehr, sehr guten Wege. Die setzen alles um, was sich die Community eigentlich schon gewünscht hat. Und boah, das ist schon echt geil. Modulare Ampeln, wo du sie haben willst oder auch nicht. Genau. Und Busse können auch auf der Busspur links abbiegen. Ganz rechts auf der Busspur nach links abbiegen. Und Vorrang. Alle anderen stehen, Busse biegen ab. Was mich jetzt interessieren würde, gibt es dann auch Buslinien in der Mitte zum Beispiel? Das bleibt noch offen. Und was wir auch noch aus dem anderen Infovideo haben, ist ja, es sieht nach Tag und Nacht aus. Könnte. Da muss eine zweite Lok dran, wurde gerade gesagt. Könnte. Aber nicht jetzt. AGG Doppelbagger. Doppeldecker, ja. Es gibt Doppeldecker-Gelenkbusse. Aber nur für Reiseverkehr, glaube ich, war das. Ich habe die schon mal gesehen. Ja, in Berlin hat man mal mit experimentiert, es dann aber sein lassen. Mhm. Weil die teilweise problematisch waren im Stadtverkehr. Ja.
Sonst habe ich sie noch in Sydney gesehen, aber nur auf Busspur. Also auf diesen Bushighways. Ja, diese, wo du links und rechts so eine Leisten hast, ne? Ja. Ja. Beziehungsweise in dem Fall ist es sogar eine richtige Busfahrbahn mit zwei Wannen, wo die Reifen drin laufen. Ach so, okay. Also das ist im Prinzip auch abgekoppelt vom normalen Straßenverkehr auf eigenem Gleisbett im Prinzip. Ja, also nicht klassisch wie unser Busse früher waren. Nee, ich kenne das aus dem Ruhrpott, dass du so links und rechts so Gummirollen dran hast und die an so einer Leitplanke laufen. Quasi, ja. Kannst du das Lenkrad loslassen und den Bus macht den Rest alleine. Ja. Gab es in Mannheim auch schon mal vor Jahrzehnten, ist eingestampft worden, weil sie es nicht gerechnet hat. Ja. Da ist man dann eher dazu übergegangen, den vorhandenen Straßenbahnkörper auszubauen, damit Busse drauf fahren können zum Beschleunigen. Hm. Also sprich vom Verkehr entkoppelt. Ja. In Karlsruhe gab es sowas mal und in Stuttgart auch. Achso. Michael schreibt gerade Spurbus. Ja, Spurbus. Die sind alle weg, die Fahrgäste. Alle weggebeamt. Spocky, beam me up. Ein Überbleibsel der Zeit kann man einmal im Hauptbahnhof noch sehen. Okay. Die Bus- und Tramhaltestelle ist ja in einer Kurve gebaut, direkt vom Hauptportal. Und diese Führungsrollen gibt es in den Bussen in Mannheim immer noch, damit die nicht den Bordstein wegschrammen. Okay. Möglichst nah an den Bahnsteig im Prinzip, weil der Straßenbahn- und Bussteig 1 ist. Ja. Damit die Abstände zwischen den Türöffnungen und den Steigen nicht so weit wird, können die Busfahrer sich daran anlehnen. Das ist aber schlau gemacht. Ja, am Anfang gab es halt mehrere Lackschäden, deswegen hat man das wieder eingeführt. Weil die Rollen waren ja noch da von früher. Ja, solange das Dach nicht so weit unten ist, dass man sich die Spiegel abfahren kann. Nö, da die Straßenbahnen ja noch höher sind und noch mehr Spiegelauswurf haben. Ja, an den Stellen. Hat ja denn einer mal den Kopf eingeschaltet? Oh ja. So, wir fahren jetzt rüber nach Falkenstein. So, hier kommen wir uns gerade mal entgegen. Ein IC2 haben wir uns jetzt ausgesucht, in Doppelstock. Mit einer Schublok der BR120.0. Aber da werden wir wahrscheinlich noch eine zweite von hinterhängen, damit sich das überhaupt lohnt und die Loks überhaupt aus dem Quark kommen. Aber ich sehe gerade schon, unser Anschlusszug fährt auch gerade ein nach Dortmund Hauptbahnhof. Was macht der finanziell? Geht so. Okay. Macht der finanziell? Geht so. Macht nichts. Hauptsache von A nach B die Leute bringen. So, wir fahren jetzt mit der ÖBB 6020, glaube ich. Ist es, ne? 4020 Beiwagen 6020. Ja, okay. Dingelingeling. 253 von 264. Okay, also noch ohne Indian Mod. Aber der andere beschleunigt schneller raus als wir. Also das ist doch schon mal nicht schlecht, das Zeichen. Ich lese gerade hier im Chat, einer hat schon mal einen Busspiegel an den Kopf bekommen. Da stand er zu nah an der Kante, ja. Am besten sind noch die, die noch auf ihr Handy gucken, weil dann kriegst du die genau oben auf dem Kopf mittig drauf. Das tut weh. Das erinnert mich an die Verkehrsschilder in England. In den berühmt-berüchtigten Fußgängerzonen. Beware of the Handy Mobile Zombies. Wirklich so ein Typ abgebildet, der auf dem Handy guckt. Ja. Kann nach hinten losgehen, sowas. Oder kann zur Seite. Oder zur Seite, je nachdem, in welchem Winkel du triffst. Ja. Kann auch mal passieren, dass mal einer stehen bleibt, weil er nur auf dem Handy glotzt oder an der Bushaltestelle sitzt und nur auf dem Handy glotzt.
bin auch schon mal vorbeigefahren und auf einmal sprang er auf und winkte wedelnd hinter mir. Ich gesagt, huch, wollte wohl doch mit. Das ist genau der richtige Zug für die Strecke. Ja, immer proppenvoll. Ja, da passt er gut drauf. Aber trotzdem rechnet er sich nicht. Ja, aber anderes Modell ist dann schon wieder schwierig. Also da könnte man jetzt maximal auf eine 430 oder 423 wechseln. Ja. Um den Anzug nochmal ein bisschen zu kriegen. Ja, muss ja nicht. Nö, ich finde den schön. Also so ein gelungener Mod. Ja, und passt auch gut da drauf. Auch von der Geschwindigkeit also, her und so. Solange er grüne Zahlen schreibt, soll uns das recht sein. Ja. Gut, ist in diesem Dortmund viel los. Da ist echt viel los, ne? Deswegen wollte ich ja auch unbedingt nochmal mitfahren. Also ordentlich unbedingt nochmal reinfahren in den Bahnhof. Ich finde den toll. So, wir fahren jetzt rüber über Dortmund Zentrum nach Bremen. Bitte halten Sie Ihre Perücken fest. Schneiden Sie Ihre Handys an. Wir heben ab. Natürlich der Nachteil, dass die Züge hier stehen, ne? Aber das Vorfeld gibt es nun mal her. Ich glaube, wir können nur mal kleiner gehen. Mittlerweile. Könnte man machen, ja. Oder ein weniger draufsetzen. Das wäre vielleicht jetzt auch eine Option. Dann können wir gleich mal gucken, was die Dresdner machen. Ob die da noch was brauchen. Aber nicht jetzt. Jetzt fahren wir mit. Wir fahren jetzt durch bis nach Bayreuth. Das heißt, wir haben eine Sitzplatzreservierung bis Bayreuth. Dort steigen wir um in unsere Bergstrecke nach Wernigerode und fahren von dort aus mit einem neuen Ferntram, die wir gebaut haben, in unsere Stadt, die wir in den letzten 10 Folgen auch mit angeschlossen haben, nach Gera. Und dann kommt eine kleine Spezialität, würde ich schon fast sagen. Denn natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen und haben etwas für euch gebaut. Solltet ihr es noch nicht gesehen haben, seid gespannt. Und ich glaube, in den nächsten 10 Folgen könnte man durchaus mal drüber nachdenken, da wir jetzt alle Städte angeschlossen haben. Einen schwedischen Möbelhersteller zu bauen. Die gibt es im Bausatz. Mit einer tollen Anleitung und einem Werkzeug dabei. Und es fehlt mindestens eine Schraube. Laut Statistik. Oh, das ist ja geil gemacht. Die rennen ja richtig die Rolltreppe hoch. Ja, aber laufen auch gegeneinander. Ja, nun. Aber es ist richtig gut gemacht. Das finde ich auch. Ich bin ja auch gespannt, ob sie das mit der Kameraposition jetzt hinkriegen bei den Fahrgästen zum Beispiel. Ne, jetzt bin ich zu weit. Ich bin wieder vorne rein. Da.
Und was sie alles an neuen Sachen mit einem. Alles, was man sich so wünscht. Also die haben ja echt schon mit von Train Fever auf Transport Fever ist da schon richtig was passiert. Aber wenn das jetzt noch übergeht in Transport Fever 2, das wäre dann der Wahnsinn. Und wenn die schon damit mit Modular anfangen, ne, das heißt ja, man kann ja komplett alles zusammenmanschen. Das heißt, man müsste, also ich weiß natürlich nicht, ob sie es hinkriegen, aber das ist jetzt einfach nur mal weitergesponnen. Das heißt ja, im Grunde genommen, man könnte vielleicht sogar einen Zopf mit integrieren. Spätestens die Mutter werden das hinkriegen. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Und du kannst ja auch die Bahnhofsgebäude kannst du ja einzeln bauen. Auch als Modul, genau. Warum fährst du denn darüber? Jungchen, geht gar nicht. Ach so. Du endest hier. Ja, gut, geht doch. Okay, sorry. Oh, hier ist schnell so. So, und hier ist unsere Rußpartikelmaschine. Unser Rheingold-Bergziehen-Expressgerät. Andere nennen das auch Nebelwerfer, der Newcante Logistico. Der kostet auch immer eine Mille im Jahr, ey. Ja, da wollten wir schon lange mal was anderes draufsetzen. Das wird auch in den nächsten 10 Folgen passieren. Das ist doch super, oder? Boah, da haben wir noch ein bisschen Zeit bis Q4. Ja, bis Q4 haben wir noch ein bisschen Zeit. Das wird wahrscheinlich aufgrund der Hardware-Voraussetzungen, die wir jetzt haben und unseres Vorhabens, dass wir bis zum Release von Transport Fever 2 diese Staffel spielen wollen. Und bis jetzt sieht es sehr gut aus, dass das klappt. Oh, da hängt noch ein Stück Draht im Himmel. Oh nein, das verhängt sich. Nein! Das kann nicht rosten. Bei dem Flugbelag von Asche ist eine natürliche Schutzschicht drauf. Ja. Müsste eigentlich schon angeschwollen sein. Da ist gerade auch der Schnellzug vorbei. Gerade nochmal links im Bild reingeguckt. Hallo, ich bin auch da. Das ist auch eine schöne Strecke geworden. Da sind wir lange nicht mehr gefahren. Ja, ist nur die Frage, was wir da später mal draufschmeißen. Also die Burger Oberalpbahnwagen sehen da sicherlich stylisch aus, aber mit welcher Lok? Können ja mal Vorschläge gemacht werden vielleicht. Das ist eine tolle Idee. Was für eine Lok würdet ihr euch wünschen für diese Strecke? Weil die ist ja nicht elektrifiziert. Ja, und die Wagen fahren nur 90 km/h, was ja auf der Strecke jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Ne, die Strecke ist auf 120 ausgewählt. Ja, so, und wir fahren die ganze Zeit 89. Ja, oder ist nee, ist auf, nee, gar nicht auf 90. Ja, mal auf 90. Ja, auf 120. Aber auf 90 Minimum haben wir ja hier drin. Ja. Das ist richtig. Also wäre eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 machbar. Ja. Was elektrisches, was dieseliges, was dampfiges. Ja, elektrisch müssten wir die ganze Strecke umarbeiten. Das ist richtig. Dann weiß ich nicht, ob das klappt. Ob da die Stadt Wernigerode und Bayreuth, ob die da mitspielen, die beiden Städte. Also ich hätte eine Idee für einen Mod, den man da draufsetzen könnte. Der kommt auch aus der Schweiz. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich hätte jetzt als erstes vorgeschlagen die elektrische 2000er. Also die wir jetzt auch auf der Holzlinie. Ja, auf der Holzlinie haben wir die. Die IC 2000 Lok. Ja, genau. Na, die ist viel zu schnell. Das stimmt.
Wieso fährt er hier nur mit 40 rein? Das ist doch auch schon wieder irgendwas schief gelaufen. Ja, mit Sicherheit. Wahrscheinlich in der Weiche vorne dran. Nö. Nee. Der Bahnhof kann nur 40. Oh. Das ist ja krass. Highspeed-Gleis umbauen? Nee. Ja, also, dafür für die Nostalgiebahn. Ich denke auch. Also ich finde den toll. Ja, müssen wir jetzt mit dem Bus weiter. Ja, wir müssen jetzt mit dem Bus runter bis zum bis zur Tramhaltestelle. Bis zur Ferntramhaltestelle. Damit wir rüberkommen nach Gera. Und was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt, wo wir da nochmal so gucken. Uiuiui, ein ganz schöner Sandhaufen. Das ist bestimmt noch vom Winter. Und zwar ist es, dass die Spuren Pfeile hatten. Das heißt im Grunde genommen, dass man vielleicht sogar die Spuren wählen kann. In welche Richtung die gehen oder wie viele abbiegen oder wie viele gerade auslassen oder was auch immer. Ja, stimmt, da war auch noch was. Ja. So wie man das zum Beispiel aus City Skylines vielleicht kennt. So, hier ist unsere Haltestelle. Ach, guck mal, da oben kommt schon einer. Müssen wir uns ja beeilen, dass wir da hinkommen. Schon da. Wo bleibt die denn jetzt? Ja, der Fahrer macht jetzt erstmal Kaffeepause. Fährt Manu schon wieder, oder was? Sieht echt gut aus, die Mann, ey. Mhm. Das ist richtig. Wenn es die jetzt auch noch zweimal vierteilig hintereinander gäbe, wäre es richtig für dich. Das wäre für uns auf jeden Fall gut, ja. So, wir fahren mit. Jetzt können wir mal gucken, was haben wir denn so. Oh, das sieht auch gut aus. Okay. Ja, schön. So, wir fahren jetzt mit der Ferntram nach Gera. Wir sind unterwegs nach Gera Abzweig. Wir müssen den neuen nochmal umbenennen. Gera Zopp zum Beispiel. Aber irgendwie komme ich in meinem Urlaub hier zu nichts. Das immer so ist, ne? Ja. So, die große Brücke vor uns. Rechts, oder die Strecke vor uns, die da auftaucht. Das ist unsere neue Expressstrecke. Eine Fernzugstrecke, die bis nach Hamburg geht. Und Hamburg ist unser folgendes Ziel. Wenn wir in Gera angekommen sind, dann steigen wir um nach Hamburg. Und dann werden wir hier oben rüberfahren. Und dann gucken wir unseren Trams von oben zu und werden nochmal schön winken. Hallo! Schönen Dank fürs Mitnehmen. Aber fährt durchgehend 70. Eine schöne Strecke geworden. Ja, ein bisschen Wald würde man sich noch wünschen, aber das sah auch schon auf den neuen, also auf den Bildern von Transport Fever 2 schon richtig gut aus, muss ich sagen.
Der Motor klingt ein bisschen komisch. Ich glaube, da ist kein Öl drauf. Oh, guck mal, hier in der Kurve mussten wir abbremsen. Aber ist jetzt auch kein Weltuntergang. Hau rein, Donnerschlag. Und jetzt fahren wir außen rum, weil da hat sich ja auch schon alles vollgebaut. Straße haben wir doch vorhin erst gebaut. Ja. Der Asynchromotor hört sich übrigens ganz normal so an. Echt? Ja, bei Vollgas. Okay. Eine sehr schöne Strecke. Gefällt mir sehr gut. War klar, dass nun der wieder drauf anspringt. Moment. Achso, ja, das hatten wir bei anderen auch schon. Da bekommt der Begriff Flying Scotsman eine ganz andere Bedeutung. Ja. Ja, Roberto, ich spiele immer in langsamer Spielstufe. Ab und zu beschleunige ich das mal, aber das ist eher selten der Fall. Sehr selten. Nun kommen wir zur Industriebrache, Bahnhof. Nix los hier. So ein typischer Politiker-Fernbahnhof. Ja, das stimmt. Hauptsache irgendwo in die Landschaft klotzt. Hauptsache schnell, Hauptsache einen schnellen Zug. Ich schätze mal, da werden wir noch mal ein bisschen was. Oh, ich glaube, der Zug kommt. Schneller, schneller herumfahren. Ich will den Zug noch kriegen. Ne, ist gar kein Zug. Schöne Bilder hier. Da hinten fährt gerade ein Zug rein. Ja, hi Titus. Den wollen wir auch jetzt nehmen. Mit dem Fernzug, dem TG Hired, fahren wir jetzt bis nach Hamburg. Über Bremen und Langenhagen. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal durch Bremen. Aber ich wollte halt nochmal die Ferntram mitfahren hier. Und die Bergstrecke habe ich auch lange nicht mehr miterlebt. Und da konnte man natürlich auch nochmal gut sehen, wo vielleicht noch der ein oder andere Fehler ist oder woran vielleicht man nochmal denken sollte in den nächsten Folgen. So, diese Strecke haben wir auch in den letzten 10 Folgen gemacht oder gebaut und gefahren. Und abgerissen und gebaut und gefahren und abgerissen und gebaut und gefahren und abgerissen. Ja, und gebaut. Boah. Und fünf Wälder in Zeitungen vernichtet. Ja. Ich erinnere dann nur an die Statiker Nachrichten damals. So, hier waren wir eben, hier sind wir eben umgestiegen in unsere Rußkartoffel. Da fegen wir nochmal kurz den Bahnhof sauber. Passagiere der Gleise 1 bis 9. Ihre Hüte und
Gepäckstücke befinden sich im Bahnhofsvorfeld. Ja. Ja, das Über- und Unterfahren sieht schon nicht schlecht aus. Das ist super. Echt gut geworden. War eine schöne Idee von dir, Mann. Aber gut von dir umgesetzt, also. Ob ich das so glatt hingekriegt hätte. Deswegen baue ich ja meistens und du gibst die Tipps. Das passt halt gut zusammen, ne? Wow. Das Gelernte kann ich ja dann bei mir ab und zu auch mal umsetzen. Gerne. Stehen echt ganz schön viele, muss ich sagen. Wird er denn voll? Ja. Müssen wir dann doch demnächst mal die längere Version kaufen. Wahrscheinlich. Die sich dann leider noch mehr rechnet. Oh nein! Wie viel Geld hatte ich überhaupt? Vor Beginn knapp etwas über 5 Milliarden. Okay. 5,1 waren es, glaube ich. Mal gucken, ob unsere Investitionen Früchte tragen. Wenn wir hier nur so durch die Gegend fahren. Ja, vielleicht mal ganz kurzer Blick dann noch auf den geänderten Getreidebrötchenzug am Ende der Folge. Das können wir gerne machen. Den Wagen gewechselt haben. Und einmal Gulgehausen am Schluss noch mal gucken. Ja, Gulgehausen machen wir Ende. Was wollte ich denn jetzt noch? Genau, Volkszählung wollen wir auch noch machen. Ja. Ob Gulgehausen immer noch auf Platz letzter ist. Also mit 8 Ferntrams bewegen wir da schon ganz schön was. Wenn die bewegt werden wollen. Hier dann noch ein Steinbruch am Ende der Welt. Links ist das Ende der Welt. Ja, wie bei den Römern. Da endet die Scheibe. Ja, da fällt so runter. Wie weit kann man eigentlich über den Rand rüber bauen? Also Stadt habe ich schon mal 6 Häuser weit rausbauen sehen. Ja, okay. Wie es mit eigenen Strecken ist, habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich es eigentlich vermeiden wollte. Ja. Wäre nochmal so eine Interessenfrage. Man könnte ja mal eine Strecke ringsrum um die Map rumbauen. Also Ring. Wenn wir am Schluss von dieser Staffel noch Zeit übrig haben. Richtig. So Folge 400 oder so. Von Hans ist auch nochmal lustig. Von 300 auf 0 in dieser Zeit, da würden ca. 300 Passagiere neben dem Fahrer an der Scheibe kleben. Ja, der Rest verliert dann ungefähr sein Frühstück. Richtig. Aber immerhin ist der Fahrer dann mit Frühstück versorgt. Was ja auch wichtig ist, ne? Wenn der Fahrer keinen Hunger hat, dann kann die Reise nur gut werden. Ja, jetzt würde mich noch mal interessieren, was würdet ihr euch noch mal wünschen? Ich weiß, Kern wünscht sich noch seine Bergstrecke, die kriegt er noch, das werden wir auch noch mal machen. Ein wenig Schönbauaspekte vielleicht noch mit reinbringen. Eventuell auch eine Wallfahrtskirche wieder? Genau, das war ja so die Idee von mir eigentlich. Und ja, ich denke mal, IKEA wird noch interessant werden. Vielleicht bei IKEA dann noch ein Parkhaus mit dazustellen.
Dann würde ich ganz gerne noch die. Na, wie heißt das noch? Das Zugdepot würde ich ganz gerne noch ein bisschen umbauen. Das sieht so hingeklatscht aus. Können wir nochmal ordentlich machen. So, jetzt sind wir hier in Langenhagen. Wollen wir bis Hamburg dann durchfahren? Wo wir Fahrgäste mitkommen? 189. Voll. Guck nochmal, haben wir da was stehen Richtung Hamburg? 2. Die sind gerade erst da aufgetaucht. Die hätten wir sonst ja noch mitgenommen. Also Express verlängern. Ja. Hans zu 1 weiß ich nicht, zu 2 weiß ich auch nicht. Ich gehe aber davon aus, zu 1. Zu 2 kann ich dir aber nicht sagen. Ich habe noch keine Infos dazu. So, nichtsdestotrotz bleibt mir natürlich noch ein Herzenswunsch offen. Ich würde mich freuen, wenn ihr gerne im Live-Let's Play mal reinschauen wollen würdet. Müsst ihr aber nicht. Kann ich verstehen, wenn ihr auch nicht vorbeikommt und euch die Folgen anschaut, weil das ist ja ein bisschen flexibler als unser Livestream am Freitagabend. So, wir sind jetzt in Hamburg. Hier sieht man ganz deutlich an den Hochhäusern der Kantastischen Heilsarmee unter der Leitung von Manu. Und da steht auch schon unser AKN. Und am vollen Bahnsteig. Die Tür. Schnell rüberspringen. Wir wollen natürlich mit. Oh, gut gefüllt. Ja, Kameraposition ist wieder etwas weiter oben. Ich kenne den Fahrer, der hat mich kurz noch reingelassen. Naja, im Bericht steht da wieder Betriebsstörung. Betriebsfahrzeug. So, auf geht's jetzt nach Zwergenhain. An der Brause. Im Hintergrund seht ihr Kantopolis. Und rechts seht ihr jetzt schon Zwergenhain auftauchen. Alter Schwede, was sind das für Hochhäuser? Ob Zwergenhain schon die Spitze übernommen hat. Ja, in den Parkhäusern ist auch ein Besucherparkmeter. Und hallo Bockwursttöter. Töter. So, zu Hamburg passt natürlich die AKN. In der bewegen wir uns ja gerade. Also warte mal, kann man nicht noch. Ach, hier haben wir noch ein paar Außenansichten. Da kommt uns die andere auch schon entgegen. Da guckt das Dach durch die Schienen. Okay. Es guckte durch. Ja, es guckte durch, genau. Die Vergangenheitsfront. Drüben kommt schon unser Würmchen, wo wir gleich einsteigen wollen. Oder auch Zwergenzuckler genannt. Genau, Zwergenzuckler, ich kann es mir nicht merken. Fährt auch voll. Ach, hier haben wir auch die neue Avenue genommen. Oh, hier ist aber Tramstau.
Da müssen wir uns auch mal drum kümmern, Manu. Zwerge 9. Muss da noch suchen. Achso, wir sind jetzt ganz vorne wieder. Ja, okay. Das kann gut sein, Hans, dass es das Dach war, wo damals der Kran durchgeschaut hat. Und ihr seid ja informiert hier, oder? Und unsere Güterverteiler. Völlig überladen. Wie immer. Der ist gleich völlig losgelöst. Ich sehe schon, wir brauchen einen Waggon mindestens mehr und eine Lok mehr. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Weil der hat auch schon mal einen besseren Anzug. Ja, ist nicht mehr die neueste wahrscheinlich. Backup geht's aber. Ja, aber auch nur, weil die Bremse kaputt. Ich hätte jetzt gesagt, weil ich da vorne drin sitze. Sagen wir mal so, ich habe mir ja letztens eine Mod runtergeladen, nennt sich Hasenkasten. Okay. Das sind die Silberlinge, wo vorne am Ende im Prinzip ein Steuerwagenpult eingebaut ist auf der einen Seite. Okay. Und das Ding gerade mal so groß ist, dass einer drin sitzen kann. In der Mitte ist dann noch eine Tür. Also so wie wir jetzt fahren im Prinzip mit Silberlingen. Okay. Gab's auch im Real, bevor die ersten Steuerwagen kamen. Ach so. Ach so, ne, ja. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt für eine Lok drauf ist. Eine BR111 in S-Bahn-Design. Wisst ihr? Manu weiß das. Das sieht man doch. Ja, auf jeden Fall. Ganz klar zu erkennen, wenn man jetzt hier hinguckt. Ganz klar. Hey, da kommt unser Zug. Oh, der ist überladen. Voll beladen. Machen wir verlängern. Also, wie heißt sie nochmal? Oder einfach noch zwei draufpacken. Also von hier sind gerade mal 10 über. So. Die Silberlinge gibt es als Mod, Hans. Ja. Auch mittlerweile Steuerwagen-Mods. Wie den Hasenkasten, der normale. Rechts kennt ihr wahrscheinlich noch unsere Bauklötzchenfabrik. Und unsere Fern-LKWs, unsere Fernverteiler für Langenhagen und Hannover. Die scheint auch noch gut gefüllt sind mit Sprit. Ja, denen geht das gut. Jetzt fahren wir nach Longhorn. Und in Longhorn fahren wir jetzt nochmal die Fantram mit. Bis nach Gulgierhausen.
So, hier hinten ist die Schnellzugstrecke. Ja, nochmal, um es zu zeigen. Und natürlich ziemlich hohe Brücken gebaut. Aber ich denke mal, das geht so völlig in Ordnung. Hier stehen aber doch ein paar, ja. 250. Da kommt der Fernraum. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Endlich mal wieder eine schöne Oldschool Cobra. Setzen wir auch erstmal die Cobra wieder als automatische Ersetzung ein. So, wir sind jetzt eingestiegen und fahren unsere finale Tour nach Gulgehausen. Unser allerletztes Dorf, was wir jetzt endlich angeschlossen haben. Somit haben wir alle Städte auf der Karte angeschlossen an den ÖPNV. Und du machst schon wieder Schlagzeilen. Mach ich? Ja. Okay. Katastrophe News, Trademark. Ein großer Negativtrend in der Kantweiz. Am heutigen Tag hat ein leicht geistesgestörter Train-Server einen Busfahrer, einen Ferntramfahrer und mehrere Lokführer erschreckt. Gibt's aber gar nicht. So eine Dreistigkeit. Der arme Busfahrer. Der kann da noch nicht mal was für. So, wie gesagt, was wir jetzt so in den nächsten 10 Folgen vorhaben, habt ihr gesehen. Was wir in den nächsten 10 Folgen machen werden, werden wir sehen. Weil meistens kommt es, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Na, das ist ja immer so. Oh, die Schlagzeile geht noch weiter. Sehe ich gerade. Okay. Da diese einmal als blinder Passagier auf Dächern der Fahrzeuge mitgefahren ist, die Polizei bittet um Mithilfe. Oberkommissar Manu ist unter folgender Telefonnummer erreichbar. 123 Kantweiz. Nee. 0173 9 110 110. Ach so. So, jetzt sind wir endlich raus aus der Stadt und können uns die Überlandfahrt schön zu Gemüte ziehen. Mal gucken, wie das so ist. Volle Geschwindigkeit, sieht sehr gut aus. Ich weiß auch gar nicht, ob die so generiert werden, dass sie mit voller Geschwindigkeit fahren. Aber bisher sieht das gut aus. Ein bisschen schunkelig, aber irgendwas ist ja immer. Werte Fahrgäste, die Papiertüten befinden sich unter ihren Sitzen, ebenso die Schwimmwesten. Alter, wir sind hier oben auf dem Berg. Ja, interessiert auch keine Flugzeug. Die Schwimmweste muss an Bord sein, auch wenn du nicht transkontinental fliegst. Boah, hier könnte man noch dran arbeiten an der Strecke. Also so Flugrouten wie Frankfurt-Zürich zum Beispiel oder Frankfurt-Wien, die ja explizit transkontinental sind, haben auch Schwimmwesten dran. Man könnte ja aus Versehen in die Donau fallen. Ja, das stimmt. In die Donau. Ja gut, sagen wir so.
Mr. Chesley Sullenberger hat es ja geschafft, ein A320 auf dem Hudson River notzuwassern. Im Gegensatz zu 5 Testpiloten des Herstellers, die es im Simulator versucht haben nachzustellen. Die sind alle 5 gecrashed. Okay. Ja, man muss halt Wasserflugzeuge vorher geflogen sein, um zu verstehen, wie Wasserfliegen funktioniert. Ist schon eine besondere Art des Fliegens. Ja, das glaube ich. Ich kann nicht fliegen. Wenn ich fliegen könnte, würde ich das 5-fache bekommen. Für dieselbe Arbeit. Mhm. Darf ich da einen mittelgroßen Flugzeughersteller zitieren? Na? Also in der Flügelabteilung der Spruch hing: Without, it's just a bus. Also ohne uns ist es nur ein Bus. Richtig. Und trotzdem können sie nicht in der Stadt fliegen. So. Schwierig. Schwierig. So, wir haben gerade das Ortsschild von Gulgehausen passiert. Jetzt fahren wir nochmal zum Bahnhof hin. Hier hat sich ja schon einiges getan. Ich habe eben gerade schon gesehen, die ganze Bahnhof entlang stehen schon Häuserchen. Hier links kam gerade schon der Bus. Aber den werden wir jetzt nicht mehr mitfahren. Wir sind schon wieder bei 50 Minuten. 50! Also ganz normale Folgenlänge. Ja, genau. Ganz normale Folgenlänge. Alter, hier stand vorhin noch nichts an der Hauptstraße hier. Tja. Und hier hat sich auch noch eine Querstraße eingebaut. Sieht aber gut aus. Hätte ich so nicht gebaut. Aber gefällt mir gut. Gut. Also, jetzt noch einmal gucken, ob das mit dem Getreide... Bitte? Wir müssen ein bisschen mehr LKWs haben. Oh. Das mit... Oder Doppelstock. HCTs. Oh, Getreide fängt wieder an zu flubbern. Was hat der jetzt mit? 270. Alter, wir müssen die Waren wegkriegen. Sonst wird nicht nachproduziert nachher. Wie war das? Warenkette ist eine der schwierigsten Ketten in diesem Spiel. Ja. Ich glaube, ich habe das Spiel gehackt. Ohne Cheat. Ohne Cheat. Ohne Cheat habe ich das gecheatet. Gut. Ja. Ich würde sagen, als finales Bild lassen wir hier noch ein bisschen die Bilder auf uns wirken. Ich werde natürlich gleich die Folge beenden. Wie gesagt, kommt gerne vorbei am Freitagabend im Live-Let's Play. Das wäre dann morgen Abend. Ansonsten seid ihr natürlich herzlich eingeladen, Montag bis Donnerstag die Folgen des fantastischen Transport Fever zu genießen. Ich versuche es 17.17 Uhr wie immer zu releasen. Kann natürlich immer was dazwischen kommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Mir macht es megamäßig Spaß. Gerne Feedback von euch. Auch mal vielleicht neue Vorschläge, vielleicht Änderungsvorschläge. Ich bin für alles gerne zu haben. Aber ich erkläre euch natürlich auch, wenn ich dafür nicht zu haben bin. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.